Mit einem öffentlichen Bus fahren wir in die Altstadt von Lima. Seit 1991 ist sie als Weltkulturerbe aufgeführt. Die Iglesia San Pedro wurde 1638 von den Jesuiten erbaut und ist die am prächtigsten ausgestattete Kirche Limas. Besonders auffallend sind die schönen Altäre. Leider konnte ich nur durch das Gitter einen Blick in den schönen Innenhof werfen. Der Palacio Torre Tagle besitzt besonders reich geschnitzte, geschlossene Balkone. Nach einem kurzen Fußmarsch erblicke ich die Kathedrale von Lima. Schade, dass sie verschlossen ist. Ihr jetziges Aussehen hat sie nach dem Erdbeben von 1746 erhalten. Die Kathedrale befindet sich an der Südostseite der Plaza Mayor, dem schönsten Platz von Lima. Er war und ist heute noch das Herz Limas. Hier finden oft vor der prächtigen Kulisse der historischen Gebäude Paraden, Umzüge und Prozessionen statt. Ein Schmuckstück in der Platzmitte ist der reich verzierte Brunnen von 1651. Gerne halten sich die Menschen auch im Alltag an diesem neu gestalteten Platz auf. Die Sauberkeit wird hier groß geschrieben. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Kirche und das Kloster San Francisco. Nach einem Erdbeben wurde die Anlage im 17. Jahrhundert neu im Barockstil erbaut. Die Holzkuppel ist ein Beispiel für den spanisch-maurischen Mudéjar-Stil. Berühmt ist das Kloster für seine Bibliothek mit unzähligen historischen Schriften. Besonders gut gefällt mir der idyllische Innenhof. Er ist vom Kreuzgang durch schmiedeeiserne Gitter getrennt. Die Säulen und Wände sind mit importierten Kacheln aus Sevilla geschmückt. Detailfreudig ist die Holzdecke geschnitzt und auch das Chorgestühl beeindruckt mich.
In den Gemälden des Klosters zeigt sich der spanisch-indigene Stil. Begabte Indigenas, die Ureinwohner Perus, wurden von spanischen Malern angeleitet und brachten zugleich eigene Elemente ein. In den Katakomben wurden über 70.000 Tote bestattet. Es ist ein schauriges Erlebnis, durch diese Galerie des Todes zu gehen. Nach der Stille des Klosters ist die Poststraße mit ihren vielen kleinen Läden ein richtiger Gegensatz. Es gibt immer wieder ruhige Bereiche und die Konzentration auf den Zeitungsinhalt fällt hier sicher leichter. In der belebten Fußgängerzone fällt mir diese reich gestaltete Fassade auf. Gerne lässt sich das Kommunionkind von mir filmen. Nach so viel Kunst und Kultur bin ich richtig müde und hungrig geworden. Ich freue mich auf das opulente peruanische Buffet, probiere möglichst viel von den köstlichen Speisen. Meinen Genuss erhöht das stilvolle Ambiente des Speiselokals. Nach so vielem guten Essen ist ein Verdauungsspaziergang genau das Richtige. Paragleiter finden durch den stetigen Wind günstige Flugbedingungen. Gepflegte Parkanlagen erfreuen das Auge. Kaum ein Verkehr herrscht am frühen Morgen, als wir Lima verlassen und südwärts fahren. Die nächsten Reiseziele sind Pisco, Ica, die Oase Huacachina und Nazca. Die Fahrt durch die Trockengebiete wird nur ab und zu von bewässerten Feldern unterbrochen. Nur eine Piste führt zu einer Sehenswürdigkeit nahe Pisco, das Felsentor El Cardinal. Bei einer Wanderung entlang der Küste erfahre ich erstmals, was Wüste bedeutet. Ein Bootsausflug zu den Islas Ballestas führt zunächst an der Halbinsel von Paracas vorbei. Sehr beeindruckend für mich ist El Candelabro, ein Dreizack, der in den Wüstenboden des Küstenhanges gekerbt ist. Die Klippen der wild zerklüfteten Inselgruppe der Islas Ballestas, auch Klein Galapagos genannt, sind die Heimat von Zehntausenden von Seevögeln. Auch Tausende von Robben und Seelöwen halten sich hier auf. Der Grund für diese großen Tieransammlungen ist das sehr fischreiche Gewässer. Seit 1975 sind die Islas Ballestas ein Naturschutzgebiet, das nicht betreten werden darf. Easy to recognize which is male, which is female. Ich zahle gerne einen Beitrag, damit ich das Füttern der jungen Pelikane filmen darf. Oh,
Unser nächstes Reiseziel ist eine Pisco Bodega. Es ist bestaunenswert, dass in diesem Wüstengelände Weinstöcke wachsen und daraus bekömmliche Produkte in viel Handarbeit und teilweise auch in Fußarbeit entstehen. Und damit Sie nicht einschlafen, werden Sie 8 Stunden hier rumlaufen, kriegen Sie einen Likör immer, der Chingirito heißt. La destilación se divide en 3 partes, que viene ser cabeza, cuerpo y cola. Also hier kommt praktisch dann der Pisco raus und der kommt in 3 verschiedenen Formen raus. Und als zu Anfang kommt der Kopf, der Körper. Ica liegt inmitten der Wüste und gilt als einer der heißesten Orte in Peru. Wir besuchten dort das kleine archäologische Museum. Mehrere trepanierte Schädel sind dort zu sehen. Das Museum ist auch für seine wertvollen Keramiken aus der Nazca-Zeit bekannt. Bei diesen hohen Sanddünen und Dattelpalmen fühle ich mich nach Nordafrika versetzt. Die Oase Huacachina wird von einem unterirdischen Fluss gespeist und wirkt wie ein Ort aus 1001 Nacht. Viel Spaß hat eine peruanische Gruppe beim Sandsurfen. Bevor wir die Nazca-Linien anschauen, besichtigen wir das Museum über Maria Reiche, die 50 Jahre lang diese Wüstenzeichnungen erforscht hat. Vom Aussichtsturm kann ich relativ gut eine der Geoglyphen im steinigen Wüstenboden erkennen. Einen wirklich guten Überblick über die Nazca-Linien und Zeichnungen ermöglicht nur ein Flug über diese. Die Linien sind nur daumentief und etwa 20 cm breit. Durch das Abtragen der oberen Bodenschicht kommt der hellere Untergrund zum Vorschein. Die Figuren sind bis zu 300 Meter groß und über 1500 Jahre alt. Der Kondor, der Kolibri, die Spinne, südlich von Nazca liegt inmitten einer Küstenwüste ein ausgedehnter Friedhof, der Cementerio de Chalchilla. Hier befinden sich viele Mumiengräber der Nazca-Kultur. Beim Gang über das Gräberfeld stellt sich bei mir ein etwas bedrückendes Gefühl ein. Knochen, Schädel, einige vollständig erhaltene Mumien sind zu sehen.
only as a gift for the dead. This is what grave robbers like, this kind of pot, okay? Domestic, to boil water, to cook their food, or to eat their food. Just three main purposes, okay? And the Nazcans, they didn't use wheels. They did it only with the pressure. In dieser Töpferei werden Keramikgegenstände nach den alten Formen und Mustern der Nazca-Kultur hergestellt. Dieses Hotel hat viel Atmosphäre und die bunten Papageien gefallen mir auch. Im nächsten Reiseabschnitt warten interessante Stationen auf mich. Arequipa, die weiße Stadt, der Colca Canyon, Silustani mit seinen Grabtürmen, die Uros auf ihrer Schilfinsel, sowie die Inseln Amantani, Montaquile und Titicacasee. Statt der gewohnten Schneeverwehungen zu Hause gibt es hier Sandverwehungen an der Küstenstraße. Besonders gut schmecken die kleinen Bananen. Die peruanische Gesundheitspolizei befindet sich im Einsatz. Ich filme Eindrücke während einer kurzen Rast. Abbiegend von der Transatlantica führt die Strecke stetig von Meereshöhe hinauf nach Arequipa, das auf 2353 Meter Höhe liegt. Zumeist durchfahren wir öde Landschaften, die nur ab und zu durch das Grün der Flusstäler unterbrochen werden. Das Zentrum von Arequipa ist aus Silar, einem hellen Vulkangestein, gebaut. In dieses weiche Gestein ließen sich kunstvolle Ornamente und Verzierungen meißeln. La Compagna, die Kirche der Jesuiten, besitzt eine besonders schön ausgemalte Sakristei. Sehenswert ist auch der daneben liegende Kreuzgang des ehemaligen Klosters mit barocken Elementen. Nach dieser Besichtigung tauche ich in eine ganz andere Welt ein, den Markt. Yeah, to get a potato. The first potato in the history is this. In Peru werden über 300 verschiedene Kartoffelsorten angebaut. Ich staune über die vielen Maissorten. Es gibt sogar schwarzen Mais. Es geht auch ohne Strom. Nahe der Stadt schaue ich zu, wie in mühsamer Handarbeit Steine für den Hausbau bearbeitet werden. Broken the stone, yeah. While the stone is bigger, it's better because they. Relativ rasch lässt sich mit diesen großen Steinen eine einfache Behausung bauen. Wir besuchen zwei Sozialprojekte, die mit Hilfe von Spenden finanziert werden. Zunächst eine Suppenküche. Dort wird täglich eine einfache Speise zubereitet, die nur wenige Soles kostet. Gleich daneben befindet sich ein Kindergarten, der Wawawasi,
in dem zumeist elternlose Kinder ab einem Dreivierteljahr betreut werden. Peru wird zu den Ländern der dritten Welt gezählt. Die Hälfte der Bewohner lebt in absoluter Armut. Viele Kleinkinder sterben an der schlechten Ernährung und Hygiene. Im Museo Santuarios Andinos ist die sehr gut erhaltene Mumie eines etwa 13-jährigen Mädchens und auch Grabbeigaben zu sehen. Wahrscheinlich wurde sie vor 500 Jahren von Inka-Priestern geopfert. Das Haus Casa Moral weist eine prächtige Fassade auf. Eine Stadt in der Stadt ist das Kloster Santa Catalina, in dem über drei Jahrhunderte hinweg 150 Nonnen mit ihren 400 Dienstmädchen lebten. Hinter den Mauern des autarken Klosters herrscht eine ungewohnte Stille. Die Kathedrale und die Arkaden haben in der Nacht einen besonderen Reiz für mich. Am nächsten Morgen sind wir zu viert auf einer Extra-Tour unterwegs. Von Kanaconde aus wandern wir zum Colca Canyon, der eine der attraktivsten Natursehenswürdigkeiten Perus ist. Oliver, unser peruanischer Bergführer, erklärt uns die Umgebung. Der Abstieg in die bis zu 1200 Meter tiefe Schlucht führt durch eine wilde und raue Landschaft. Wir haben die Sohle des Canyons erreicht und eine Pause verdient. Die gekühlten Getränke aus dem Wassereimer erfrischen uns. Jeder muss sich zuerst eintragen, bevor er die Brücke überschreiten darf. Läuse auf dem Kaktusblatt sondern beim Zerdrücken einen Farbstoff ab. Die Inkas färben damit ihre Kleider. Der Dorfschule statte ich einen kurzen Besuch ab. Oliver und seine Frau bereiten ein einfaches Mittagessen für uns zu. Nach einem längeren Aufstieg gibt es eine zweite Rast in einem Bauernhof. Ich schaue ein letztes Mal in den Canyon zurück, bevor es abwärts zu der sogenannten Oase geht,
unserem Übernachtungsort. Am Aussichtspunkt Cruz del Condor gibt es vielleicht die Möglichkeit, einen Kondor zu beobachten, der sich vom Aufwind getragen in die Höhe schlägt. Die Wartezeit kann mit einem Einkauf verkürzt werden. Kommt ein Kondor oder kommt er nicht? Warten, warten, warten. Ja, ja, er kommt! Und ist vorbei. El Condor pasa. Er war der Einzige an diesem Vormittag. Unterwegs nach Chivay schauen wir uns eine hübsche Dorfkirche an. Das Schwefelbad von Chivay ist eine gute Möglichkeit zum Entspannen. Auf der Fahrt über die Hochfläche in Richtung Puno sehen wir Lamas. Die Tiere leben von dem sehr harten und spitzen Büschelgras. Lamas und Alpakas sind Haustiere. Sie wurden bereits vor 7000 Jahren von den damaligen Andenbewohnern domestiziert. Die Grabtürme von Silustani sind die beeindruckendsten Bauten in der Gegend um den Titicacasee. Der Ort war einst ein bedeutendes Zentrum der Kolla-Kultur vor ca. 1200 Jahren und den damaligen Menschen heilig. In den Chulpas wurden wichtige Persönlichkeiten bestattet. Welche eigentliche Bedeutung die rituellen Rundplätze hatten, ist heute nicht mehr bekannt. Okay. And around this circle you can see a lot of stones, carved stones. Okay. Vor mehr als 50 Jahren hörte ich meinem Lehrer im Erdkundenunterricht voller Interesse zu, wie er über die Urus am Titicacasee erzählte, und ich träumte davon, dies einmal selbst zu erleben. Jetzt wird dieser Schülertraum Wirklichkeit. Das Boot macht an der Schilfinsel fest. Die Urus waren einst ein stolzes Volk, das einzige im Reich, das nicht von den Inkas unterworfen wurde. Bei Gefahr zogen sie sich auf Schilfinseln zurück. Neben Fisch und Vogelfang dienten Schilfsprösslinge als Nahrungsmittel. Heute leben die Uros überwiegend vom Tourismus. Sie versuchen dennoch, die Kultur des alten Seevolks fortzuführen. Aus dem Schilf bauen sie ihre Inseln, Wohnhütten und Boote. Der Bau einer Schilfinsel ist eine Arbeit ohne Ende, denn das Schilf saugt sich mit Wasser voll und muss etwa alle 6 Monate ausgewechselt werden. Ständig werden beschädigte oder verfaulte Teile ausgebessert oder ersetzt. Unser nächstes Ziel kommt in Sicht, die Insel Amatani.
Wir werden schon erwartet und anschließend auf die einzelnen Familien aufgeteilt. Einen knappen Tag werden wir am Leben einer Inselfamilie teilnehmen und Eindrücke von ganz besonderer Art machen. Ich komme im Haus der Familie Mamani unter. Hier de la isla no hay trabajo. ¿Por qué? Porque no hay isla es lago. Osvaldo, der Hausherr, erzählt gerne und ich bin für meine Spanischkenntnisse dankbar. Währenddessen hat Matilda, die Hausfrau, ein schmackhaftes Essen zubereitet. Auf Amantani gibt es kein fließendes Wasser und keine Stromversorgung. Das spiegelnde Antara will auch gelernt sein. Wir steigen hinauf zur größten Erhebung der Insel, um von dort oben den Sonnenuntergang zu erleben. Am nächsten Morgen nehme ich Abschied von der sehr gastfreundlichen Familie Mamani. Wir legen an der Insel Taquile an und steigen an Terrassenfeldern vorbei hinauf in den Ort. Taquile ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Tourismus nicht gleichzeitig das Ende der Traditionen bedeuten muss. Bekannt ist die Insel für ihre strickenden Männer. Schon als Kind wird mit dem Stricken begonnen. Das Spinnen der Wolle ist aber Sache der Frauen. Der Aufstieg vom Bootsanleger über 536 unregelmäßige Stufen bedeutet in der dünnen Luft in 4000 Meter Höhe eine große Anstrengung. Wir kommen von unserer Inseltour zurück und legen in Puno an. Der Überlandbus ist für die einheimische Bevölkerung ein wichtiges Verkehrsmittel. Die Peruaner lieben Feste und Prozessionen. Mich erstaunte bei dieser Prozession die aktive Beteiligung des Militärs. Mejoremos nuestras relaciones con Dios y
con nuestros prójimos. Robemos al Señor. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu. Während eines kurzen Fotostopps kann ich nochmals einen Blick auf den Titicacasee und auf Puno werfen. Sabine, unsere bewährte Reisebegleiterin, weist uns darauf hin, dass wir heute mehr als 400 Kilometer zu fahren haben. Ich ertrage die lange Fahrt geduldig, weiß ich doch, dass mehrere Höhepunkte auf mich warten. Cusco, das Urubamba-Tal, und vor allem das absolute Highlight, Machu Picchu. Nach Beendigung dieses Reiseabschnittes wird uns ein Inlandsflug rasch und bequem nach Lima zurückbringen. Lamas und Alpakas werden geschoren. Glückliche Reise steht unter anderem auf dem Straßenschild. Diese wäre auch weniger komfortabel mit der Bahn möglich. Eine willkommene Fahrtunterbrechung für mich ist die Besichtigung der Inka-Ruinen von Rakchi. Diese Stätte überrascht den Besucher mit einem großen, ungewöhnlichen Tempel im Zentrum einer Siedlung aus Häusern und runden Lagersilos. Unweit von Cusco liegt der Ort Anda Ualilias. Die äußerlich bescheiden wirkende Lehmziegelkirche beeindruckt im Innern vor allem durch ihre Fresken, die eine Verquickung des indigenen Kunststils mit christlichen Darstellungen aufzeigen. Unübersehbar befindet sich am Stadteingang von Cusco das Monument zu Ehren des Inka Pachacutec. Für die Inkas war Cusco eine heilige Stadt und zugleich der Nabel der Welt. Bei einer Tagesfahrt in das Urubamba-Tal suchen wir zunächst die Inka-Festung Ollantaytambo auf. Wie ein Adlerhorst thront die Anlage an einer strategisch wichtigen Stelle im Heiligen Tal. Von hier aus konnte die gesamte Umgebung kontrolliert werden. Ollantaytambo hatte aber auch eine große religiöse Bedeutung, denn hier wurden die Herzen der toten Inka-Herrscher bestattet, die Mumien dagegen im Sonnentempel in Cusco. Nach vielen Stufen erreiche ich einen unvollendeten Sonnentempel. Seine Mauer besteht aus 6 kunstvoll glattgeschliffenen Megalithen. Sie wiegen bis zu 50 Tonnen und es ist rätselhaft, wie sie aus dem Tal nach oben gelangten. Eine weitere Inka-Stätte im Urubamba-Tal sind die Terrassen und Ruinen von Pisac. Bis auf 4500 Meter Höhe errichteten die Inkas ihre Terrassenanlagen. Wir besuchen anschließend den Markt von Pisac, der eine breite Auswahl von Waren und Souvenirs bietet. Von Cusco aus fahren wir mit der Bahn nach Aguas Calientes, da es der Zugangsort zu Machu Picchu ist.
Einige von uns steigen unterwegs aus, um 2 Tage auf dem Inca-Trail zu gehen. Aguas Calientes ist heute ein lebhafter Touristenort, an dem viele der Besucher Machu Picchus übernachten. Mir gefiel die Plaza mit dem schönen Brunnen zu Ehren des großen Inkas Pachacutec. Er ist der 9. Inka und der 1., dessen Herrschaft historisch belegt ist. 1438 bis 71 verbesserte er vor allem die wirtschaftlichen Verhältnisse im Reich, indem er den Zeitpunkt für die Aussaat nach dem Stand der Gestirne bestimmen ließ. Die schönste Art, Machu Picchu erstmals zu begegnen, ist der Inka-Trail zum Sonnentor Inti Punku. Ein erster Blick eröffnet sich auf die Stadt, die wie verwunschen zwischen den Bergen liegt. Bei Schlangen ist Vorsicht gut angebracht. Ich durchquere die ehemalige Zollstation und wandere weiter der alten Stadt entgegen. Da liegt sie vor mir und unwillkürlich halte ich inne, um diesen zauberhaften Anblick auf mich wirken zu lassen. Vom Mirador aus gehen wir hinunter zum Stadttor und der sich dahinter befindenden Oberstadt. Der ehemalige Steinbruch. Der Tempel der 3 Fenster. Gleich daneben befindet sich der Haupttempel. Beeindruckend ist der über 4 Meter lange Altar. Intihuatana ist der Ort, an dem die Sonne angebunden ist. Der Granitblock diente astronomischen Zwecken, Sonnenlauf, Tageszeit, Sternenbilder und Planetenbahnen konnten damit verfolgt werden. Das Handwerkerviertel. Der heilige Felsen Pachamama Huasi soll kraftspendend sein. In der Unterstadt, und zwar im Gefängnisviertel, ist der Tempel des Kondor zu sehen. Der Kondor war für die Inkas eine Gottheit der Energie. Eine religiöse Bedeutung hatte vermutlich der Sonnentempel. Am 21. Juni fällt der Strahl der Sonne durch das Fenster direkt auf eine Vertiefung des Felsentisches. Nach dem Stadtrundgang lockt mich eine Bergwanderung. Der Huayna Picchu ist ein Bergsporn, der 300 Meter über Machu Picchu aufragt. Er erfordert eine gute Kondition, denn es geht steil aufwärts. Vom Gipfel aus habe ich einen schönen Blick auf das unten liegende Machu Picchu. Eine weitere Wanderung auf dem 2. Zugangsweg führt an atemberaubenden Steilhängen vorbei zur Inka-Brücke. Einen letzten Blick werfe ich auf Machu Picchu, bevor es mit dem Bus die Serpentinen hinunter nach Aguas Caliente geht. Dort wartet schon die Peru-Rail auf uns,
die uns wieder nach Cusco zurückbringt. Vírgenes del Sol, whose composer is Jorge Bravo de Rueda. Enjoy. Am Abend schaue ich mir im Kulturzentrum von Cusco einen Folkloreabend an. An der Plaza von Cusco heben sich markant die Kathedrale und die Kirche La Compañía hervor. Auf dem Platz der Freude liefen die Straßen des Inka-Reiches aus allen vier Himmelsrichtungen zusammen. Eine 250 Meter lange Goldkette umspannte damals den Platz. Im Nordturm der Kathedrale hängt die berühmteste und größte Glocke Südamerikas, die Maria Angola, die angeblich 40 Kilometer weit zu hören ist. Die Kirche La Compañía wurde auf den Überresten des Schlangentempels errichtet und übertrifft die Kathedrale an Schönheit und Prunk. Auch die Laubengänge und die schön ausgearbeiteten Holzbalkone sind für mich eine Augenweide. Im Zentrum der Plaza de Armas befindet sich ein hübscher Brunnen. Jeden Sonntag um 10 Uhr findet auf der Plaza von Cusco eine besondere Zeremonie statt. Die Nationalfahne Perus und die Regenbogenfahne der Inkas wird gehisst. An der sich anschließenden Parade sind alle sozialen Schichten und Gruppen beteiligt. In der Mauer des ehemaligen Palastes des Inka Roca befindet sich der bekannte zwölfeckige Stein. Er ist äußerst passgenau in die Mauer eingefügt. Kein Messerrücken passt zwischen die Fugen. In der Gasse der sieben Schlangen sind einige Türstürze zu sehen, die mit Schlangen verziert sind. Sie markierten den Weg zu einer Schule der Adligen. Die Coricancha war ursprünglich ein großes Tempelviertel, dessen Mittelpunkt der prächtige Sonnentempel war. Heute sind nur noch die anthrazitfarbenen Überreste der alten Inka-Mauern zu sehen. Ein Museum ist heute das angrenzende Kloster Santa Catalina. Ich betrachte die Symbolik dieser Goldplatte.
Der Klostergarten war zu Inka-Zeiten der Tempelgarten. Alles, was das Reich an Pflanzen und Tieren bot, war dort in Gold oder Silber nachgebildet. Nach ihrer Eroberung raubten die Spanier als erstes diese Gegenstände. Das Museo de Arte Religioso weist einen schönen Innenhof mit Kreuzgang auf. In den anschließenden Räumen sind vor allem Möbel, Gemälde, Skulpturen und Sakralgegenstände ausgestellt. Mich beeindruckten mehr die geschnitzten Türen und die Wandgestaltung durch die Fliesen. Obwohl ein Gewitter aufzieht, gehe ich von der Stadt aufwärts zu der imposanten Festung Sacsayhuaman. Wie eine Schöpfung der Titanen erscheint die Festung, die Cusco vor Angreifern schützen sollte. Ich frage mich, wie die Inkas die meterhohen, teilweise mehr als 100 Tonnen schweren Steine zu riesigen, passgenauen Mauerwällen zusammengefügt haben. Wie überall in Peru, die Gegensätze sind riesig. Hier zum Beispiel das Wohnen. Die Reichen können sich auch Haushaltshilfen leisten. Ihren Besitz müssen sie jedoch oft mit Hilfe von bewährten Mauern schützen. Abschlussabend mit Buffet und Musik. Die Einladung zum Tanz nehme ich gerne an. Mit einem Inlandsflug kehren wir nach Lima zurück. Mit vielen Reiseeindrücken im Gepäck kehre ich gerne und zufrieden nach Hause zurück.